Ja, hallo und schön, dass ihr reingeschaut habt. Ja, wer sind wir? Wir sind Markus und Manu. Wir reisen um die Welt, einmal mit Markus Around the World und natürlich ich auch, Manu Around the World. Wir zeigen euch gewisse Länder, Städte, alles, was wir schon gesehen haben, bereist haben. Wir haben immer alles auf Video festgehalten, vor ein paar Jahren nicht ganz so professionell, aber auch diese Videos haben wir bearbeitet und wollen euch die zeigen auf dem YouTube-Kanal von mir, von Manu Around the World. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Für heute haben wir euch den Film aus Mailand einfach mal vorbereitet. Das sind auch nur ja, ca. 25 Minuten und das könnt ihr dann im Anschluss hier euch ansehen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schaut euch Mailand an. So, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir haben 4 Uhr morgen früh. Oh, früh ist es. Und jetzt geht's nach Mailand. Mailand. Und die Frisur sitzt. Drei Wettertap. Ja, Leute, einfach eine Stunde in den Flieger, Düsseldorf ganz unproblematisch rein. Hier sind wir jetzt am Flughafen in Mailand-Linate. Mailand hat ja 3 Flughäfen. 3. Mein Gott. Und ist die zweitgrößte Stadt Italiens, für die, die es nicht wissen. Und jetzt sind wir hier und haben gerade unser Hotel angerufen und haben denen gesagt, wir sind da, wo seid ihr? Und dann haben die gesagt, wir kommen sofort. Pronto, pronto. Und die kommen jetzt hier hin und wir sollen hier warten bei First Floor und Tür Nummer 4. Ja, da warten wir jetzt. Da warten wir jetzt und dann zum Hotel, werden wir abgeholt und dann... Mal sehen, was wir machen. Mal gucken. Wir lassen uns treiben. Genau. Ah, live. Genau. Ja, jetzt haben wir euch ja am Flughafen vorhin gezeigt, dass wir ja, in Mailand sind. Dann sind wir ja abgeholt worden mit dem Shuttle, da haben wir jetzt leider nicht gefilmt. Und dann sind wir im Hotel schon gewesen, haben uns da kurz umgezogen und haben uns da mal kurz umgeguckt, konnten auch schon aufs Zimmer, wie gesagt. Und da haben wir jetzt auch nicht gefilmt, machen wir ja alles noch. Und dann sind wir jetzt direkt, gegenüberliegend war die Straßenbahn, Linie 27, auch immer wichtig, 1,50 Euro pro Person, pro Strecke. Und jetzt sind wir ein bisschen vorm Dom ausgestiegen und da ist der erste Blick auf den Mailänder Dom. Ja. Und wie ihr seht, ist der im Bau. Ist doch immer da, wo wir sind, ist alles im Bau. Ist der Hammer. Wir präsentieren euch Duomo. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Wrote something for me. Then he kept walking. Ja, live hier von der Domplatte. Jetzt gucken wir uns mal den Mailänder Dom an. Zweitgrößte Kirche in Italien. Die größte ist natürlich der Petersdom. Und ja, es hat ca. 6 Jahrhunderte gedauert, bis das der Prachtbau fertig war. Also, in Mailand gibt es nur ein Wort. Duomo. Duomo. Auch nicht schlecht hier, die kleine Halle. Sieht schön aus. Kommen wir gerade raus. Ich habe das schon gesehen. Da sind wir raus. So, 25 Euro pro Person für 2 Tage. Der Hop-on, Hop-off-Bus. Ja, hat ihm was erklärt. Genau, wir wollen ja auch wissen, was hier ist. So, da ist der Duomo. Thank you.
about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Gehen wir doch mal gucken, was da hinten ist. Du bist halt wieder im Bild. Wer stellt dir im Bild? Du! Ich wollte ja nochmal Hallo sagen. Hallo! Herzlich willkommen hier nochmal in Mailand. Und wir sind jetzt hier am. Das sagt euch jetzt die Manuela. Ja, das ist erbaut worden zur Expo 1901, habe ich gerade erfahren. Das ist der Piazza Castello. Genau, und irgendwas war mit Napoleon Piazza und Bonaparte. Castello. Schon die halbe rote, die halbe blaue. Ausgangspunkt war ja der Dom und jetzt sind wir wieder hier. Und unser größtes Problem ist, wir haben Durst. Wir können nicht mehr. Aber ich musste noch mal einen Schwenk hier machen, weil das Licht so gut steht. Ja, jetzt geht's erstmal zum Hotel. Hier werden wir noch mal so ein Gläschen Wein trinken, ganz gemütlich erstmal ankommen. War ja doch ein stressiger Tag mit Flug und den ganzen Tag schon Mailand unsicher gemacht. Und ja, wir genießen einfach den Abend. Ihr seht das ja gerade. Und ja, ich denke, morgen seht ihr dann etwas mehr von Mailand. Mal sehen, was wir da noch alles zu sehen bekommen. Also, gute Nacht. Guten Morgen, schöne Grüße aus Italien. Buongiorno. Buongiorno. Immer auch Buongiorno. Buongiorno, prego, scusi. Und sehr schönes Frühstück. Ja. Ich filme mal für euch. Kommt mal mit. Samstag, den 27. Stimmt, 6. Genau. So, jetzt fährt gerade hier der Bus und hier fährt die Tram. Ne? So, und da hinten ist unser Hotel. Da, Novotel. Und jetzt stehen wir hier und warten auf die Tram, auf die 27, die uns jetzt wieder zum Duomo fährt. So, wir sind jetzt in einem Kaufhaus. Das sind Schokoladenschuhe hier. Voll aus hier. Gefilmt, ist jetzt auch egal. Ist jetzt so ein bisschen zusammengestückelt alles. Aber jetzt wollten wir euch mal die Meile in der Skala zeigen. Die sieht ja eher unspektakulär aus, ne? So sehe ich das jetzt. Klein. Und ich weiß nicht, ob das dazugehört. Ja, bestimmt. Komm, wir gehen mal ran. Carpisa.
wirklich heiß. Zeig mal, wo es heiß. Wo heiß. Und wir müssen zur Skala. Was? Zur Skala. Vergnügungsviertel, da gibt es leckere Restaurants. Schauen wir mal. Und nicht so übertriebene Preise hier. Hier ist ganz schön, Schatz, ne? Können wir jetzt erstmal irgendwo einkehren. Ja. Ich mache mal ein Bild von dir. So kleine Hotels, hier kann man so schön sitzen, gucken. Na, das ist doch schön. So ist doch schön. Wir haben wieder was zu futtern. Das schmeckt sitzen super lecker. Eine kleine Bank hier. Wir haben Bänken. Wir haben coole Wein, wir haben Gläschen, natürlich Plastik, geht nicht anders, ganz egal. Wir haben eine Pizzeria und den Blick haben wir. Und da hinten, da ist das Wasser, was ich euch gerade gezeigt hatte. So, und jetzt machen wir so. Ja, glaubt uns keine Sau. Guck mal hier, wo ich sitze. Ja, das kommt ja jetzt gleich. Das mache ich doch jetzt noch nicht. Musst du doch jetzt noch nicht verraten, wo du sitzt. Mach erstmal das Pöllücken auf. Oh. Nicht abbrechen. Aber nicht wie meiner zu Hause. Süße. Konzentrier dich. Ich glaube, es gibt ein Unglück. Geht doch. So, und jetzt guck mal, was wir für... Ja, man muss ja ein bisschen improvisieren hier, ne? Also das da wieder rein. So, Müll nehmen wir mit. Und dann haben wir hier... Ne? Weingläser. Uno, Dur. 05er. Ja, geht ja nicht anders. So. 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 So, und jetzt zeige ich euch mal, wo die anderen Leute alle sitzen. Da... Und da ist jetzt gegen die Sonne und da die Zahlen Vermögen, ein Vermögen. Und für was? Für diesen Blick. Nicht futtern. So, heute fahren wir mit euch nach Bergamo. So, live aus Bergamo, der Süße. Auch das haben wir geschafft, ja. Also von Mailand. Eine Stunde mit dem Zug nach Bergamo. So, ganz schnell mit dem Bus hochgefahren, schwarz gefahren. Schwarz gefahren. Und da geht es jetzt wohl in die Altstadt. Tollen Ausblick haben wir gerade schon gesehen. Ah, ganz ich toll. Euch auch. Oh, auf die Alpen, auf Milano. Alles. Schönes altes Dorf hier unten. Naja, komm, mal jetzt mit. Gucken wir mal hier. Was hotelt die denn da wieder? Aber das ist natürlich auch schön. Was hotelt die denn da? Boah. Ja, was mir alles kaputt.
habe ja gerade noch gesagt, vielleicht sitze ich da ja gleich. Ich glaube, das war das Letzte, was ich gefilmt hatte. Ihr seht, ich sitze da nicht. Aber ich sitze dafür auch sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man mal guckt, der Süße mit der leckeren Pizza. Und Becher besorgt. Moment, nicht so flott hier. Rotwein, Becher besorgt. Richtiger Original aus Bergamo. Und ich habe natürlich auch eine. Auch ein Wein. Und ja, Mauerkinder wieder. Aber mit tollem Ausblick und Schatten. Sehr, sehr gut. So, Kinders, wir sind irgendwie von hier oben gekommen. Mit dem Bus sind wir einmal hier durchgefahren, durch den Torbogen. Dann so und dann irgendwie hier hoch, keine Ahnung. Und dann sind wir hier oben rumgelaufen. Ich glaube, wir sind bis hier oben aber gefahren, ne? Ja, glaube ich auch. Dann sind wir hier durchgelaufen. Und jetzt sind wir gerade auf der Via Vella Rocca, seht ihr auch hier oben. Und jetzt gehen wir dahin, da soll man einen schönen Ausblick haben. Aber Aussicht heißt immer, wir müssen hoch. Man sieht wahrscheinlich nicht, wie steil es ist, aber da müssen wir jetzt noch hoch. Genau. So, da ist jetzt das Ziel. Da müssen wir jetzt noch hoch. Dann haben wir einen ganz tollen Aussichtspunkt. Da kann man Skifahren. Ja. Schweiz, Italien, Österreich. Alles da. So, mein Blick. Und da unten, diese lange Straße, sind wir gerade mit dem Bus nämlich gefahren. Von da kommen wir. Und da hinten muss dann irgendwo auch Milano sein. Fast im Hals stecken, aber habe ich jetzt nur gemacht, weil die Manu jetzt hier natürlich den besten Blick hat. Plastikbecher, die Größe 5 Euro. Ja, ist alles noch Geburtstagen. Ich habe jetzt 10 Euro bezahlt. Ja. Wenn ich dich in 5 Jahren noch mal frage, weißt du das auch nicht mehr. Oh. Guck mal, der Blick. Dafür haben wir diesen Blick. Schön die Stadtmauer, ja, guck, die alte Stadtmauer. Hier den Markus. Da ist der süße Markus. Wieder mal in Bergamo, ne? Mhm. Nicht wieder mal, aber mal in Bergamo, ja. Ist ja auch mal schön. So, hier gehen wir jetzt runter, das ist der Fußweg. Ja, voll im Arsch. Boah, das war knapp. Ja, wir sind hier rein. Und der Zug fuhr los. Also sonst hätten wir eine Stunde warten müssen. Und da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Und bei 35 Grad 35 Grad, es läuft. Es läuft, es läuft. Wir sind ja eh nicht so fürs Joggen. Aber dann noch bei 35 Grad. Und hier drin ist die Klimaanlage leicht defekt. Hier kommt leicht, warme Luft. Da kommt warme Luft raus. Boah. So, und jetzt ist mir gerade ein bisschen schlecht vor lauter Hitze. Aber jetzt bin ich froh, dass ich in dem Zug sitze dann. Jetzt haben wir 5 Uhr. Wir waren wann waren wir hier? 10, 11? 11. 11 waren wir hier. Haben jetzt ein paar Stunden Bergamo gemacht. Und jetzt geht's wieder zurück nach Milano. Das ist das Ergebnis von Bergamo. Oh, ich habe einen blauen Fuß. Na, guck mal da, das ist blau. Tut weh. Mau. Oh, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Zu viel gelaufen. Nee, jetzt von den Mücken hier. Guck mal. Oh, haben die mich geärgert. Ende der Vorstellung. Jetzt haben wir noch eine Pizza uns mitgenommen und wir haben noch einen Wein. Und 4 Bier. Ende der Vorstellung. Ende im Gelände. Yes.
So, nochmal guten Morgen. Aktuell beim Frühstück. Und so sieht der Kaffee hier aus. Lecker, lecker, lecker. Hab schon halb gefrühstückt. Und Markus holt sich gerade noch was. So, da sitzt die Süße wieder und frühstückt fürstlich. Stündchen. Genau, Galleria del Corso sind wir jetzt hier. Ja. In der Einkaufsmeile, überall Geschäfte, ne? Ja. Die Manu, die muss noch shoppen. So, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen, ja. komm, ich brauche noch was. Geshoppt. Ich habe mir die Sommerkollektion gekauft. Ein riesen Fiasko da drin. Wieder zwei Taschen, schön. Portemonnaie, alles aus Mailand, der neueste Trendsetter wieder. Die eine war noch schön. Ich bin ja noch hier, ne? So, wir stellen uns auch mal an. Auch wir haben es geschafft. Wir haben auch irgendwas da gekauft. Dafür habe ich jetzt 10 Minuten hier angestanden. Ja, wollen wir mal gucken. Du hast immer Mozzarella, das Tomate. Ist meins. Das ist Mozzarella, deins. Komm mal her damit. So. Das ist meins, Hot Salami mit Mozzarella. Guck da. Mal her. Die Schlange. Die Schlange. Das muss sehr beliebt sein, von beiden Seiten. Sehr lecker. Gut, ne? Ja. Perfekt. So, da sind wir wieder am Flughafen. Zack, zack, ging das. Ja, das war's. Ja, das waren unsere 3 Tage Mailand. Es war sehr, sehr schön. Wir haben uns sehr viel angeguckt und ich denke, dass wir auch noch mal wiederkommen. Deshalb sage ich nicht tschüss, sondern bis bald.